Sagt Kamille, braucht man Kamille für den Po? Weiß ich nicht so recht. Also ich probiere. Darf ich den Ball malen? Nö, das Mama hat gesagt, dass... Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Gestern gab es ein Video, wo ich mit meiner Frau Ärztin war. Und auf dem Weg habe ich euch erzählt, dass ich auch noch kurz beim Action einen Zwischenstopp mache. Ich wollte nämlich was ganz Besonderes, also was Besonderes einkaufen, genau. Deswegen bin ich ja hin. Nur leider habe ich es nicht bekommen und zwar ist es das Stillkissen. Und ich glaube, die kommen auch nicht mehr. Auf jeden Fall diese, der Fach, ja, wo die drin lagen, da waren auch gar nicht so viele. Ich glaube von Anfang an 6 oder was. Und ja, jetzt habe ich mich dafür entschieden. Jetzt wollte ich eins haben, aber ich habe doch gemerkt, so im Bett in der Nacht fehlt mir doch so eins, oder das wäre schon praktisch. Also ein Stillkissen, so eine U-Form habe ich da. Der ist aber hart, der kannst du nicht so verbiegen. Der ist von Ikea und der ist zum Stillen auch richtig gut. Aber ich jetzt wollte halt so einen länglichen, ja, den ich dann beim Schlafen als Kopfkissen, als Schutz für den Bauch, wenn ich die Louis mal neben mir liegen habe, weil manchmal hole ich die mir rüber und dann schläft sie auch den Rest so der Nacht dann bei mir. Und ich finde das auch total schön, nur habe ich halt jetzt Angst, dass sie gegen den Bauch tritt. Und am Ende, das Rest von dem Kissen tue ich mir dann immer so zwischen die Beine. Total gut. Carlitos ist gerade zurück, war unterwegs. Und ich zeige euch eben hier die Sachen, wir wollen ja gleich wieder los, ne? Genau, ich weiß gar nicht, womit ich beginne. Auf jeden Fall, ein Stillkissen habe ich leider nicht bekommen. Der ist mega günstig, 12 Euro oder 13 Euro. Und ich vermute, dass der auch gar nicht mehr reinkommt, weil dieser Fach eben nicht mehr gibt. Da stand halt nichts mehr. Und manchmal ist es bei Action so, da kommen halt neue Sachen rein. Und sobald die ausverkauft sind, dann war es das. Also so einmalige Sachen, ne? Ich habe gar nicht so viel eingekauft. Okay, gut, dafür, dass ich eigentlich nur die Stillkissen haben wollte, habe ich dann doch ein bisschen was eingekauft. Ich fange jetzt mit den großen Sachen an, dann können die nämlich schon mal weg. Und so habe ich eingekauft Klopapier. Der ist ja auch ziemlich teuer geworden. Ich kaufe den da sehr gerne. Immer abwechselnd, ne? Der riecht, glaube ich, nach Kamille. Braucht man Kamille für den Po? Weiß ich nicht so recht. Also ich glaube, muss nicht sein. Aber der normale, sag ich mal, dreilagig auch, den hier auch, oder? Dreilagig, ja. Ich glaube, den hatten sie jetzt nicht vor Ort. Oder wie habe ich jetzt das genommen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 8 Rollen unter 3 Euro, 2,49 Euro und 59. Und die Lilanen, die ich sonst immer kaufe, die haben vorher so wenig gekostet und kosten jetzt 2,99. Was denn? Hast du gesagt? Hast du gesagt? Hast du gesagt. Hast du nicht gerade was gesagt? Mach es weg, Räumen. Hier kommt noch mehr. Zweimal Küchenpapier, die sind auch teuer geworden. Vorher 1,49 und jetzt 1,79. Ich glaube 1,79. Hey, da räumen die mal lieber weg. 20 Cent. 20, 30 Cent. Ja, so, womit fangen wir an? Neuheiten? Fangen wir doch mit Neuheiten an. Also nichts Besonderes, einfach nur Feuchttücher mit ja, Wasser. Ist auch eine kleinere Packung, kostet 99 Cent. Ich habe die jetzt einkauft für unterwegs. Plastikfrei steht jetzt hier. Ich weiß es gar nicht, was macht der? Das ist für die Sache aus Plastik, aber hier steht tatsächlich plastikfrei. Keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall sind diese neu. 60 Stück sind drin. Dann Neuheiten. Einmal vielleicht hier die. Neues Tierchen. Auf jeden Fall bei uns. Melina hat sich heute schon gesehen. Richtig, richtig cool. Mit Einhörner. Kostet 69 Cent oder 79 Cent. Also ich finde ja mega günstig. Und das ist richtig cool. Vielleicht habt ihr unsere schon gesehen, die wir gemacht haben. Auch erst ab 6 Jahre. Man muss natürlich mithelfen. Hier sieht man, wie das Ganze ausschaut. Ne, das ist rausgedrückt. Dann wird das Ganze so aufeinander beklebt. Und dann kann tatsächlich dieses Tierchen auch stehen. Und die Kinder, die haben schon einige davon. Und die sehen wirklich klasse aus. Also den gibt es einmal neu.
Und sonst neu Getränk, genau, gibt es in, hast du schon gesehen? Mhm. Ach so. Ich glaube, drei Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt hier Heidelbeeren, Brombeeren. Ja, bin gespannt, wie das schmeckt. Ich glaube, das probiere ich mit euch zusammen. 500 Milliliter. Warum bin ich so nah an der Kamera? 500 Milliliter kostet unter einem Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel. 69, 79 Cent. Ich fand es auf jeden Fall interessant, vor allem in Blau. Hat Pfand. Und das probieren wir jetzt gleich einfach mal. Am besten am Ende. Ich hau mal eben, was steht denn hier alles so? Erfrischungsgetränk mit 5,7 Fruchtgehalt. Zucker, Süßstoff, Wasser und Saft aus Süßsaftkonzentrat. Okay, Zitrone, Brombeer, Heidelbeeren. Eigentlich nur Ungesundes, würde ich jetzt behaupten. Ich probiere das gleich einfach mal. Willst du auch probieren? Dann gibt es noch hier von neue, finde ich auch richtig cool. Also da kommt immer wieder neue rein. Das sind Malblöcke. Wo war die Flasche? Die haben wir gesucht, ne? Weißt du denn, wo die andere ist, die neue? Ich meine nämlich, wo denn? Ach, hier vorne. Schau mal, es sind zwei verschiedene Farben. Das wollte ich wissen. Jano wusste heute Morgen nicht, wo seine Flasche ist. Darauf habe ich ihm dann eine neue geöffnet, weil er ein bisschen traurig war. Und das ist die neue, die ist ein bisschen heller. Meine Kinder lieben diese Twist-Shake-Flaschen. Gesehen, Schatz? Wo war die? Wer hat die denn jetzt gefunden? Mhm. Du? Wo war die? Im Bad. Im Bad. Ich dachte, das ist hier echt ein bisschen heller. Ja, hast du recht gehabt. Der Jano sagte das nämlich schon, dass die ein bisschen heller ist. Also neue Malblöcke sind wieder da. Die bekommt mal wieder welche neue, andere Muster und Motive halt. Auch einfach gekauft, um diese verschenken zu können. Ne? Hab die total gerne da, hat euch schon mal erzählt. Manchmal haben die Kinder, sind sie eingeladen, so total spontan, wie so auch immer, so am nächsten Tag. Oder wir hatten auch schon mal am selben Tag. Und Auto habe ich auch nicht immer da und ich habe halt immer gerne was da. Oder auch wenn man Besuch kommt, Kinder kommen, habe ich immer gerne was da. Und ich denke, so Malbücher gehen sowieso immer. Also Malbücher habe ich gerne da. Dann so Seifenblasen, Stempel, solche Kleinigkeiten. Ne? Total cool. Und Stifte habe ich auch noch da, Buntstifte. Genau. Mama? Dann, ja? Weißt du? Richtig. Dann habe ich die noch gekauft. Guck, wird hier zu Hause sehr gerne gegessen. Ich esse die eigentlich eher weniger, aber die Kinder lieben die und Carlos isst die auch sehr gerne, nimmt die auch sehr gerne mit auf Arbeit. Luisa macht die hier Tero. Dann einfach nur so ein Klebstift, der ist mega günstig, ich glaube 29 Cent oder was, für die Kinder eingekauft. Dann noch ein bisschen was Süßes. Ich glaube, die sind auch neu. Also ich weiß nicht, wie lange Action, die schon hat, aber die gibt es, glaube ich, erst neu. 10 Stück für 99 Cent fand ich jetzt auch mega günstig. Okay. Du möchtest pink. Rosa. Rosa und Lila ist meine Lieblingsfarbe. Aha. Und hier ist auch noch bunt. Bunt gibt es auch. Und jede Farbe zweimal. Ich mache auch bunt. Dann ist hier noch was, dazu will ich euch gleich auch ein bisschen was mehr erzählen, also zeige ich euch das am Ende. Ja, also es ist Mülltüten, also nichts Besonderes, mit bunt, richtig gut, die wir finden. Achso, die Fäusche habe ich jetzt noch mitgenommen, die sind wirklich super, also die kann ich euch empfehlen, die kosten 99 Cent. Kosten die noch 99 Cent? Ich glaube vorher 89 und jetzt 99. Auf jeden Fall sind hier mehr drin. Hier sind 90 Stück drin und ich finde die super zu empfehlen auf jeden Fall. Dann Wattepads, die benutze ich unheimlich gerne. Ich habe zwar auch so welche, die du öfters verwenden kannst. Du kannst aber in die Waschmaschine werfen und dann kannst du die wiederverwenden. Aber ich habe diese hier tatsächlich auch immer sehr, sehr gerne zu Hause. Also bin dann doch eher eigentlich hierfür. Aber aufgrund von Verschwendung benutze ich halt auch schon mal die Stoffpads.
Aber eigentlich, wie gesagt, viel lieber hier. Ja, da tue ich es mir manchmal ein bisschen schwer mit, weil ich denke mir, so viel, wofür? Nehmt doch die mit dem Stoff. Und ich verwende die wirklich sehr, sehr oft. Aber könnte halt noch öfters sein, ne? Genau. Dann die zwei Sachen. Genau, das probieren wir jetzt gleich. Und jetzt zeige ich euch noch was. Und zwar, gucken, wie nennt man die? Durch Holz. Holzgliederpuppen, Mittel, genau, Mittel, ja, weil ich wollte die eigentlich in groß haben und ich weiß, dass sie auch die etwas größer da haben. Und da müde, ich versuche die ganze Zeit, also möchte die ganze Zeit gehen. Die Figürchen sehen so aus. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 8. Und diese haben sie auch in etwas größer da. Ich glaube, da sind tatsächlich nur noch 3 drinnen. Ich glaube, so war das. Weil ich hier jetzt im Kopf habe, okay, wenn du die großen nimmst, dann musst du 2 Packen mitnehmen. Die gab es leider nicht mehr. Ich fand es schade und ich wollte jetzt auch nicht eine Woche länger warten. Ihr wisst, ich bin ja jede Woche bei Action, aber ich wollte jetzt einfach nicht viel länger warten, denn ich möchte mit den Kindern demnächst was basteln oder, sag mal, eine Idee, die ich habe, umsetzen. Und zwar, ihr wisst ja, hier den Tisch, ne? Oder für alle, die mir jetzt schon länger vorhin wissen, dass wir hier so einen, ja, einen Tisch haben, wo wir einen Tisch Decke haben, die durchsichtig ist. Hier sieht man es, ja? Durchsichtig. Und aktuell, ich hole es mal raus, haben wir Eis gebastelt. Eis am Stiel. Ganz viele bunte Farben. Ganz, ganz toll haben die Kinder das gemacht. Und die wollte ich jetzt wegmachen und wollte daraus jetzt eine Art Spielbrett machen. Und deswegen auch die Figuren. Jeder kriegt eine. Jeder darf die so anmalen, wie er möchte. Und dann wollte ich halt gucken, wie, ja, mal gucken, was ich hier, was für ein Brett spiele. Also jetzt Menschen ärgere dich nicht, jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie sowas, wo man halt einen Weg gehen muss. Vielleicht mit Felder, die dann was bedeuten, wie du darfst vorwärts gehen, so und so viele Felder oder eben auch zurück. Wäre bestimmt lustig und ja, deswegen habe ich die gekauft. Genau. Wir wechseln so alle, weiß nicht, 4-mal im Jahr. Neujahr, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ja, sind dann 5, ne? Ja. Wie war das hier gekostet? Die waren auch mega günstig, unter 1 Euro. Ich hätte die nur tatsächlich größer gehabt. Ich meine, das geht auch. Aber so größere wäre schon eigentlich klasse. Naja, jetzt habe ich die hier. So, jetzt probiere ich das. Carlitos möchte auch probieren. Und hier, es ist schon das nächste, das neue Prospekt habe ich schon hier. Gültig ab Mittwoch. Ist ja immer Mittwoch, ne? Also diese Woche Mittwoch, 24. August bis Dienstag, 30. August. Kann euch das auch gerne so ein bisschen zeigen. Also einmal Socken. Eine Unterlage hier zum Malen, Zeichen und Malunterlage. Hier Oma, hier oben gibt es Batterien, Kerzen, Hausanzug, Gesichtsmasken, Decke, so eine Notarzt, wie heißt es? Spielset, Arztkoffer, dann hier Öl, Motoröl, Trichter und eine Kamera. Ja, jetzt habe ich gar keine Preise genannt. Das könnt ihr dann ja alles online sehen. Ne? Wobei, ihr seht das ja erst am ja doch, Dienstagabend, ne? Könnt ihr das ja dann sehen. Genau. Was haben wir hier? Wollte ich tatsächlich immer mal gehabt haben, diesen Swiffer. Das wollte ich immer mal gehabt haben hier, dieses. Aber dann musst du ja auch dieses extra von Swiffer nehmen, ne? Genau, und die sind bestimmt nicht so günstig. Auf jeden Fall hier das Set, 9,98 Euro. Dann hast du hier WC-Steine, hier Spülmaschinen-Tabs gibt es wieder im Angebot. Dann die Soßen hier, Pfanne, Bratpfanne, Soßen, die kosten 1,23 Euro. Echt krass, ne? Ist ja kein Angebot, das ist schon das Preis, was normal vorher war. Dann hast du hier Schreibhefte, Aufbewahrungsbox, USB-Stick, Klebstift,
Kekse von Paw Patrol und der Eiskönigin. Und was haben wir hier? Handtuch oder Badet-T-Shirt. Die sind richtig gut. Also hier diese Marke Hotel Royal finde ich richtig, richtig super. Da haben wir auch einige von. Die sind wirklich gut. Stilaunig. Wir machen mal auf. Ich habe jetzt hier gar kein Glas. Ich trinke jetzt hier raus. Also ich probiere. Sehr säuerlich und süß. Geht beides gleichzeitig. Darf ich das auch trinken? Mm-mm. Wieso? Das ist nichts für dich, Schatz. Du kannst gerne mal probieren. Also für mich schmeckt das, also ich würde das nicht nochmal kaufen. Schaut ganz cool aus, wirklich ganz nett. Auch mit dem Flamingo und so. Aber geschmacklich oder auch so vom Geruch erinnert mich das so sehr an Putzmittel. Das ist nichts für dich, Schatz. Das ist echt ungesund. Vielleicht kalt, aber so kommt das. Ja, wir stellen das jetzt mal in den Kühlschrank, ne? Meinst du, er darf das probieren? Keine Ahnung. Ist halt mega süß. Weiß ich jeder noch. Mit Zucker und Süßmittel. Eins hätte doch gereicht. Nee, weniger süß wäre, glaube ich, leckerer. Fruchtiger, weißt du? Nee, das ist nichts. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare hier zu dem Einkauf oder zu unseren Ideen. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss.